Und das nochmal an. Dann gehen wir auf HDMI 2. Dann gehen wir dahin und dann sind wir bereit. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Da muss ich nur leise machen. So. Ah. Spiel. Ah, jetzt Intro kommt. So eine grausame epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entdeckliche Kräfte. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Götter. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Eine gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Und diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen, dann zog die Göttin mit ihrem verbliebenen Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Ich bin halb The Legend of Zelda Skyward Sword HD. So. Ich bin total gehypt auf das Spiel. Musst du kurz was machen? Ja, das ist mal. Ich will nur kurz was machen. Bin sofort für euch da, Leute. Moment. Musst du mal kurz Pause drücken.
Das hat, den muss ich mal wegmachen noch. Wir fangen gleich an. So, beginnen. Spaltet an, wenn erstellt. Oh, ich freue mich so, Leute. Ich freue mich. Wir gehen erstmal auf Optionen. Das machen wir mal aus. Standard. Ja. Und auf ein neues Spiel. Und natürlich heißt unser Held Link. Oh, ich bin so gespannt, Leute. The Legend of Zelda. Skyward Sword. Was für ein geiles Wort. Ich hab Gänsehaut, Leute. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Hallo, Wolkenvogel von unbekanntem Mädchen.
schaffen, Mütze. Sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es doch. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Link. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Zelda heißt doch Mädchen. Was für eine Überraschung. Ah. Yay! Wir haben unsere ersten Rubine. Moment. Wir müssen rausfinden, wer da schläft. Mach ich doch. Ach so, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay. Das ist unser Inventar, okay. Oh, es gibt wieder eine Menge zu sammeln. Ich freue mich. Grußzimmer. Was? Ja, guten Morgen, Link. Heute ist der große Tag der Vogelzeit-Zeremonie. Ich wollte auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Schweißsaal schieben. Dabei wollte ich doch so gerne euch fliegen sehen. Naja, nichts zu machen. Streng dich an, ich drücke dir fest die Daumen. Danke. Ich weiß nicht. Wo steckt nur dieser Große? Sollte mir Fetzer bringen, aber er will einfach nicht herkommen. Wo bleibt er nur? Okay. Ich glaube, wir laufen erstmal viel so rum auch. Ist zu. Kuckuck, Morgenling, na, bist du auch bereit für die Vogelzeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor. Ah, du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Ah, dein Kaminruder Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch denk dran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuko dein Mann. Hallöchen, wer bist du? Hm? Meister Otus. Stolen, der große Tag der Zugvogel. Beide zu, ja?
erinnere dich an deine praktische Lektion und den Unterricht von Master Taito und gib dein Bestes. So wie das hier. Ich glaube, das ist unsere Insel hier. Das ist ein Schild anscheinend oder ein Wappen. Okay, dann wären wir im unteren Bereich fertig, dann gehen wir... Hey! Oh, ernsthaft? Erst auf Toilette gehen! Okay. Leute, ich bin so hyped. Der Wolkenhort. Schön sieht er aus. Hey! Guten Morgen, Link. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich sehe mich an, dann können wir uns unterhalten. Ja, das weiß ich. Ja, ich weiß es. Ja, ja. Ja, das hat die Konzert, das war die Pora, ist weggelaufen. Oh Mama. Jetzt sag mir nicht, ja, ich weiß. Ja, wir haben ja auch. Okay, wenn wir B drücken, lassen wir los. Gut zu wissen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wir wollten mal gucken. Dann schieben wir die Kiste. Ich habe A gedrückt.
Zurückgebracht. Vielen Dank, Link. Bitte, bitte. Yay, ich hab 20 Rubine erhalten. Ah, damit sind wir schon reich. Wieso haben die 6 Herzen? Oh. Morgen, Link, hast du dich gut ausgeruht? Ja, ich schätze mal, du hast mir in der Folge keine Auge zu bricht, was wie ich? Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie. Und ob bis dahin wollte ich fertig sein. Ja, da kann man nichts machen. Und du, hast du auch nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Ja. Dann machen wir das doch mal ganz schnell. Hier. Ich neugierig sein, ich gucken müssen. Hier ist nichts anscheinend bis jetzt. Ich sehr neugierig sein, ich sehr viel gucken müssen. Ich weiß, ich sollte eigentlich... Ruhe! 20 Rubine! Okay. Mehr ist ja aber anscheinend nicht. Wie hoch ist denn das? Ich kann es halt nicht einschätzen gerade. Okay, dürfte passen. Verdammt. Wir genießen das jetzt. Guten Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Nein, natürlich nicht. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so ein
es spielte, dann klang es unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Ich hatte zur Hafen gesagt, okay. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das fehlt mir doch, oder? Klar doch. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir von Anstrengung reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit... Er hat nicht viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Leg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiter-Zeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link. Es liegt nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit. Also weißt auch du, Link und sein Vogelwolken, haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jeden von uns allen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das bei euch auch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders erdkaminrot. So selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Gefällt mir. Ich liebe Rot. Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Daniel! Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Link und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Mir geht super. Zelda ist endlich raus. Und wie geht's dir? Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Flashback! Ist ja auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Ich will immer Vogelwolken sagen, Mann! Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwas Besonderes sind, mit Missgunst zu begegnen. Baba! Nur noch einen Tag überstehen. Was ist dann? Jesse oder wie? Oder was? Oder wo? Du nimmst das zu leicht. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Schaffst du. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird er kein Ritter werden. Das wäre so schlimm. Wenn er sowas wie Handwerker werden würde. Oder stell dir mal vor, er wird Lehrer. Moment mal, ich bin Lehrer. Ist das schon gut, Liebe? Es sieht wirklich nicht so aus, hör auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... Link, hey. Komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig.
Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Auf geht's, spring von dieser Plattform und ruf dein Vogelwolken. Ich hätte gerne das, so einen Zähler, wie oft ich als erstes Vogel als anstatt Wolke sage. Das ist jetzt schon das vierte Mal. Und rufe deinen Wolkenvogel so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen. Dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Solltest du was nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Diese Mörderin. Wie? Er kommt nicht. Nein! Link, ich hab dich! Ich sag doch, ich kann meinen Wolkenvogel nicht spüren. Ich wollte es gerade wieder sagen. Ich hab mich auch noch dran gerettet. Geht es euch gut? Ich bin total gelassen. Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frag mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Ich hab's geschafft! Das ist ein Wolkenvogel! Oh, hör auf, das Wort zu sagen! Dem Ruf deines Herrn nicht folgen. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht spielen, Nick? Wie geht denn dein Wolkenvogel voran? Was macht ein Wolkenvogel so? Das ist nicht normal für ein Wolkenvogel. Normalerweise muss er Wolkenvogel. Hätte jemand die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link, du hast heute vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Ach, das darfst du nicht, Wolkenvogel. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Oh, es ist schon zu spät, die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Taito organisiert, Link. Kannst du bitte zu Taito gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ah, ich freue mich so, ich muss mal von morgen früh wieder raus, aber wir werden heute, ich wollte gerade zu meinem Mikrofon zeigen, ja. Nein, da ist meine Kamera. Wir werden heute so lange zocken, wie es geht. Vater, selbst wenn er zum Meister Taito geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde ich eben mit ihm reden, Link. Sag doch bitte Taito, dass er in mein Büro kommen soll. Wie geht's dir, mein Kleiner? Wenn ich jetzt aufstoßen, würde ich eine Mischung aus Cola und Metz haben und Zwiebeln. Ja, ich muss überall gegen rein. Lass mich! Gucken, ob da Geld runterfällt. Und ich will wissen, was hier hinter ist. Ich neugierig sein.
Ah, okay, hier bin ich ja letztes Mal hoch, genau. Okay. Das heißt, hier ist nichts. Ist da oben irgendwie eine Schatztruhe, ne? Ich finde das gar nicht so langsam. Ja, klar, so ist es schneller, aber oh, wer bist du denn? Giruna, eigentlich ist das aufschließend natürlich meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe auch Knoblauch. Pfeffer, ich mache Knoblauch immer auf meinen Mett drauf. Badezimmer. Ja, ich tropfe tatsächlich. So, jetzt will ich mal was gucken. Ne, da tropfe ich nicht. Halt hier oben um. Da kommen wir rein. Guten Tag. Tada. Guten Tag. Tutor. Guten Tag. Auch nicht. Guten Tag, Meister Otus. Auch nicht. Guten Tag, Direktor. Zwanzig Bücher. Vielleicht fällt ihr Rubin. Was war das? Guten Tag, meine Herren, Damen und Herren. Ich bin euer neuer Direktor. Wie geht es euch so? Sie? Zu allem konnte ich natürlich nicht Knoblauch essen. Aber ich mag Knoblauch. Direktor links, so sieht's aus. Nicht Tutor, ne? Ja, dann laber mich nicht du. Ich wusste. Noch ein Rubin. Ich klaue euer ganzes Erspartes. Entschuldigung. Moment mal, da ist nichts Brauchbares. Wir haben eine Tasche, wir haben Bücher,
Da hinten ist ein Holzknüppel, den kann man als Schwert nutzen. Schuhe. Oh, wir haben nichts Brauchbares. Bis auf die Tasche halt. Knoblauchsalz benutze ich viel. Bei ihm waren wir jetzt. Er ist noch beschäftigt. Gibt es hier noch irgendwas, wo wir gegen... Kann ja sein, dass irgendwo Geld rausfällt. Zum Beispiel hier. Nein. Nein. Bruder nicht. Was ist los, Link? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist nicht schlimm. Ah, du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Nein. Willst du ihn jetzt suchen gehen? Ah, die Zeremonie bin doch gleich anders als im Sinne, wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeih mir. Der Direktor ruft also nach mir. Entschuldigung, jetzt habe ich solche Zuckungen und mach einfach. Nun gut. Ich bin ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie. Und wisst erstmal deinen Wolkenvogel. Hallo! Hallöchen, Puppelchen, Übungshalle. Bist du? Hallöchen, Puppelchen. Ha! Es hat sich gelohnt. Es hat sich schon gelohnt. Hallöchen. Hallo, Link. Das ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht mit wem. Das wird lustig. Ja, viel Spaß. Oder so ähnlich. Ey, du da, hast du meinen Vogel gesehen? Link, hallo. Der Wind heute ist günstig, was für ein Tag für die Zeremonie. Wer wohl gewinnen wird, also ich tippe ja auf Bardo. Der Sieg erhält von der Vertreterin der Göttin ein Geschenk. Ach, wie romantisch. Ich würde sagen, sie steht so leicht auf Bardo. Aber so eine Vermutung. Hier kommen wir noch nicht rein. Das heißt, wir gucken uns erstmal weiter um. Hui! Ein gutes Wetter, wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Oh. Ich sag euch, mein Sohn kommt
Ich hoffe, das sagt die Richter. Auch weiß ich, es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Okay, da kommen wir anscheinend nicht hin. Hast du mein Vogel? Hey, Link. Bald brenn dich Vogel, lalala. Letztes Mal hat Kuku und Federbreite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist dein roter Wolkenvogel mit dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Was zur Hölle macht der? Warte mal, Link. Tut mir einen Gefallen. Der Raum, da kann ich nicht mehr. Der Baum da. Kannst du ihn auf den Tisch binden und eine Reihe Decke machen, Ende auf den Baum zu und dran und rum? Bitte nass. Bitte, bitte, bitte. Hey, guck mal, da ist ja mein Wolkenhirschkäfer. Hey. So, viel Spaß. Was war das für ein Hartbau? Das war ganz schön hartbar, du. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Leben, selten wie sie sind. Aber so, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Oh, hey, Link, stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiter-Zeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Mach dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Creepy! Creepy! Und dann bist du bei mir aber an der falschen, an dem Wissen. Boah, das geht auf die Stimme. Da bist du bei mir aber an den falschen geraten, Würstchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Ja. Was sagst du da? Dein rotes Flügelhühnchen lässt dich nicht blicken? Ich wollte gerade Wolkenvogel sagen, oder sagt der Flügelhühnchen? Flughühnchen. Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sich ja verflogen. Das blöde Vieh. Deine Frisur. Lass meine Hand aus dem Spiel. Ich hab die tollste Frisur im ganzen Mann. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, wenn unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Was für ein Ruf! Das ist die einzige Ritterschule im ganzen Wolkenhort und der Wolkenhort besteht aus zwei, drei Inseln. Jedenfalls, Stand jetzt. Wer zieht hier was in den Dreck? Ich weiß, dass das erste Zelda ist. Darauf passiert The Legend of Zelda.
Also, es sind keine Reinkarnationen. Sind keine Wiedergeburten. Wie es in den anderen Teilen ist. Wer zieht hier was in den Dreck? Sag ich ja, Wiedergeburten. Zöger, ich also, ich liebe dich. Oh, Bato, hast du es etwa schon wieder auf Blink abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass, also, wie kommt es, dass du immer Blink wieder machst? Was ist los? Raus damit! Also ich. Ach, vergiss es. Das war creepy. Also dann, Link, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur selbst nach ihm zu suchen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo es ist. Werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Taitor. Sie werden die Kugelrei der Zeremonie wohl verschieben. Also keine Sorge. Cookie. Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein der Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Okay. Autsch. Oder so ähnlich. Guten Tag, jemand zu Hause? Ja, Hallöchen. Oh, grüß dich. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Kugelrei der Zeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenhort gilt man erst als Erwachsene, wenn man das Reiten auf einem Wolkenvogel beherrscht. Die Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich auch viel mehr beherrschen. Müsst natürlich was. Die Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedenen Übungen, lernen so auf den Wolken Vögel zu reiten. Es war richtig. Ja. Hallo. Der hat genau dasselbe drin wie ich. Wie es ihm einfach nicht interessiert.
Rubin! Das ist eine Schatztruhe. Also, die Schatztruhe holen wir uns irgendwann auch noch. Genau, hier kamen wir ja nicht rein. Unendlich schon, okay. Hallo. Die zerbrechen mich nicht und mehr. Erst mal. Das ist immer Zelda. Also. Ich gerade durch den Körper gerollt? Und wenn ja, wie habe ich das gemacht? Da gehen wir erst später hin. Wir möchten uns erstmal im Dorf weiter umgucken. So gut es halt geht. Da kommen wir noch nicht hin, ne? Ja. Dann haben wir hier alles durchgeguckt, oder? Hier waren wir drinnen, ne? Sorry, aber ich muss da mal wieder reingucken. Ne, hier waren wir nicht. Ja, mach das. Danke für dein Lurk. Hallo, wer bist du? Ah, schön, dass auch die Blumen so zerspringen. Also, das ist stabil. Respekt. Mit dir habe ich schon geredet. Da. Das heißt, in dem Haus waren wir. Das ist das Haus von dem Mädchen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein.
Schade. Oh, dieses Kind. Gleich gibt es so eine Strapsch wieder sonst wo herum. Jagt bestimmt wieder irgendwelche Krabbenviecher. Ach, das ist von dem kleinen Jungen, der den Wolkenhirschkäfer gedingst hat. Hier kommen wir nur wieder zum Bazar. Ja gut, ich glaube, dann waren wir tatsächlich überall. Fehlt nur noch diese Seite. Sieh mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass ein Auge fehlt. Und, ja, weiß ich doch. Ja, da fehlt ein Auge. Also, das können wir garantiert irgendwie finden. Okay, ich weiß, wo mein Wolkenvogel Wolken. Okay, kann man da auch Punkt setzen, bitte. Danke, Daniel. So viel zum Thema Lurk, ne? Hast du dein Ball? Ich gerne rauchen. Ich gehe eine rauchen. Ich hab's schon wieder getan. Dein Wolkenvogel, ja.
Das. Hallo, Link, kannst du einen Wolkenvogel finden? Was? Bardo? Das sieht diesen Burschen ähnlich. Direktor, wenn das wahr ist, könnte sich das sogar als Vorteil für uns erweisen. So kann er sich immerhin nicht beklagen, wenn sich der Anfang der Zeremonie verspätet. Da ist etwas dran. Hör mal, Link. Du hast gehört, was dein Lehrer gesagt hat. Suche deinen Wolkenvogel und mach dir keine Sorgen. Ich hab ihn doch schon. Jo. Der Beginn der Zeremonie wird verschoben, bis du deinen Wolkenvogel gefunden hast. Ich weiß doch, wo er ist. Ich brauche ein Schwert. Hey Link! Hier sind wir! Wir sprechen gerade von einem Wolkenvogel, komm her! Ja? Gut, dass du hier bist, Link. Ich hab ihn schon gesucht! Ich hab mich wegen eines Wolkenvogels umgehört. Als ich mit Prozia geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Ich wollte es dir schon früher sagen. Warum hätte Bodo jetzt ganz bestimmt herausgefunden, Herr Bardo? Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich reingeschickt hat. Los, spuck's schon aus. Als ich von dem Speisesaal ein wenig abgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet. Und begann einen Plan auszuhecken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen. Ah, da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat also anscheinend den Plan, dich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Hier, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss es sein. Beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Du weißt, wie die Karte funktioniert. Drücke Minus. Du siehst die Karte der Umgebung. Wenn du dich verlaufen hast, drück gar nicht so einfach machen muss. Wieso leid mir? Du kommst zu ihm, obwohl heute der Teil. Jo, im Hinterzimmer kurz. Unsere erste große Truhe. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfes Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Ja. Unbedingt. Oh. ZL, okay. Oh. Ha!
Ja, gut, Link. unbedingt. Links, rechts, links. Ich glaube, ich hier das noch nicht kann. Gut. Hey! Ich brauche es. Und Dankeschön. Nein, mag ich nicht. Gut, so stecken. Steck ich mein Schwert weg, wollte ich gerade sagen. Wie stecke ich das denn weg? Monsterklaue. Thank you.
Hier ist ein Käfer. So, wie geht's dir, Jesse? Bist du ja, Link. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft ausgesucht. Und hast du einen Wolkenvogel gefunden? Bato und seine Kumpel sollen sich ab dort hinten herumtreiben. Gehen wir. Wer? Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Ja. Dein Wolkenvogel. Los, Link, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelweidezeremonie. Ruf dein Vogel! Hey, Link, diese Stimme. Hast du das gehört? Nein. In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand.
Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt. Und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenflügel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Na, tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du runterdrücken. Diesmal wird dein Vogel kommen. Ich hätte fast wieder einen Encounter nach oben gesetzt, aber nein, diesmal nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie die Flugsteuerung ist. Hört sich gut an. Ich hab schon das Schlimmste befürchtet an deinem Wolkenvogel. Scheint in Ordnung zu sein. Vater, die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Ich hab noch gern ein bisschen geübt. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinen Vater berichten. Oder erst beichten sagen. Hey, Link! Ach. Hast du dein Federvieh gefunden? Wir haben jetzt seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer ein extra Wurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit der Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Nur Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was auf einen, stimmt? Los, ist doch, oder? Mario redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird. Und sie dann für immer zusammen sind. Ha! Der Sieger der Zeremonie. Und das wird natürlich ich sein. Held von der Vertreterin. Der Götter. Also Zelda. Den Parashan. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand. Oh, Stimme. Dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Nochmal kurz Tür an.
Meine Frau telefoniert mir nicht und hat vergessen, die Türen zu machen. Nicht wahr, Daniela? Toller Schall, den sie selbst getragen hat. In meiner Hand wäre ich bestimmt toll. Oder noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nun wir beide, ungestört, Felder und ich ganz allein da oben. Bado, Bado, hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Wir beide wie? Ganz allein, ja? Ja. Ja, also Link, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, bei der Zeremonie immer schön auf mich anschauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Mir geht's auch gut. Ey, Bardo, irgendwas. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprich mir, zu gewinnen. Nur wir zwei? Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Link. Hey! Die Vogelreiter-Zeremonie beginnt. Die ausgewählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Link. Bis gleich. Oh, Bartos Stimme geht richtig auf den Hals, ey. Das ist ja eklig. Hey! Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiter-Zeremonie. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind sie alle hier. Ich erkläre nun die Regel. Der Goldene sieht auch cool aus. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht, Ball nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Yep. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis der persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Hey! Alle auf ihre Plätze. Hey! Los! Thank you.
Ah, nein! Ich war zu still! Hey, Rakoldos! Das ist mein Triumph, nicht deiner! Du magst es nicht mit Parker einzulegen? Nimm das, Kleiner! Die Vogelfigur erhalten. Die Figur weiß ich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettflugs aus. Zelda wird dich freuen. Link! Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Zeremonie geht weiter auf der Statue der Göttin. Link, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Ah, ist das schön. Daniel, wolltest du nicht schlafen? Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich die Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gebogen sein mögen. Der Segen der Göttin, ein weißer Degel, tanzend im Wind, für dich. Du hast den Parachar erhalten! Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten herabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Parachar-Mann sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten von ihr, den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schall nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewählt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst.
Pass gut auf ihn auf, ja? Natürlich, Schatz, er ist meine Zelda. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Nö. Wirklich? Du bist doch sonst immer so schlau. Von hier aus springst du runter! Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort und die Zeremonie ist zu beenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Helden mit unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Scheiß drauf, ob ich bereit bin! Das hast du toll gemacht, Link. Sag mal, Link, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Nur wir beide und die Wolkenvögel, also nur wir vier. Link, hör mal, Link! Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Ja, was für ein schöner Tag. Weißt du was, Link? Du und ich hier. Was? Oh, ein Sandsturm. Was ist das? Endlich bist du aufgewacht. Oh. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hätte ihr keine großen Verletzungen davongetragen. Link, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter?
Wasser war, wir sind rumgeflogen, dann kam dieser Sturm auf. Und Zelda ist da unten gefallen. Ich wollte sie retten, aber... Ein schwarzer Wirbelwind? Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst dich nicht zu sehr, noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Sie hat mir von einer Stimme im Kopf erzählt. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Was gibt's? Ja, geh duschen, viel Spaß. Oh, entschuldige, ich habe mich gerade etwas im Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Ah, da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei, die Nacht ist finster. Und bei diesem Licht werden wir nicht finden. Oh, der Arme, der muss ja zergehen in Sorge. Hör mal zu, Link. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Das reicht, wenn ich mir Sorgen mache. Schon wieder die Stimme. Aber was mit dieser Stimme auf sich hat? Welche Flair würde ich sagen, erfahren wir beim nächsten Mal. Ah, da ich ja Streamer bin, sage ich das, erfahren wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
So. Und wieder ein Fünfer. Damit haben wir schon 173. Katze. Oha! Nein, es ist mir okay. Okay. Die Göttin hat also einen verborgenen Raum. Was ist denn das? 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 Was
Das ging einfach. Das ging sehr einfach. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Achso, das sagt er, ja, sorry. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am heiligen, geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meine Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich die Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist wie die Prophezeiung sagt, ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Ah, ich erinnere mich. Ja, das wissen wir doch. Das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemand gelungen. Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein.
Ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist. Aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte maßen, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Link. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir meine Tochter. Versprich mir, Zelda zu retten. Weise mir, dass die Offenbarung tatsächlich wahr ist. Was die Offenbarungen wirklich wahr sind. Ich bitte dich, Link. Ich werde es schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Link. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Link. Da du die Vogelreiter-Zeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Link. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Jo, Opi, wir schaffen das. Ah, Feuer? Geld. Gut, kein Geld. Gut, na. Ich kann tatsächlich schlafen. Vor seinen Augen. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Ja, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. 4 Stück, okay. Das ist die Abenteuertasche, darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Passar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Link, ich glaube ganz fest daran,
dass du Zelda finden wirst. Hey! Wie, du bist der Einzige, der mit guten Noten belohnt wurde? Das ist knapp nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer heraus. Und an allem bist ganz allein du schuld. Du ganz allein! Hier ist auch einer, der Käfer mag, wenn er anscheinend. Sondern du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt frische fliegen zu können. Du bist zu lange jetzt halt das hier am misslichen Lage zu retten. Warte nur. Er tut einem schon irgendwie leid. So ein bisschen jedenfalls. Ah, also seine Stimme tut weh. Räumst du schön wieder auf. Ach. Das bemerkst du, ne? Aber wenn ich hier gegen Donner, dachte nix. Ich werde nur gucken, ob ich irgendwie Rubine kriege. So, dann gucken wir uns nochmal oben kurz um. Beziehungsweise hier. Oh. Hm? Jo. Kein Direktor. Der Ressortmanner, okay. Interessant. Was hat denn so ein Mädchen drin? Jo. Der Direktor hat mich gebeten, mich um hier zu kümmern. Die ist vielleicht niedlich. Ich überlege mir selbst auch so ein Haustier anzuschaffen. Lass es!
Das ist ein Biest. Oder kann ein Biest sein, sagen wir so. Okay, in Zeldas Zimmer kann ich immer noch nicht rein. Ja? Ah, Link, ich bin von der Oberschrift. Das sieht gut aus in der Uniform. Aber es ist unpassend zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber geht sicher gut. Du musst nur dran glauben. Und sie wird nach Hause kommen. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz uns erfrischen. Da ist die Zäune. Wir gucken uns im Dorf noch weiter um. Meine Augen! Junger Freund, ich sehe dir! Ich sehe vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Es ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft. Denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Vertraue meinen sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Oh ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Ach, hier kann ich ein Items. Ah, da. Jo, brauche ich ja. Jawohl! Erste Flasche! Hey, ja.
Ach so. Okay, also das heißt, hier können wir dann nichts weiter kaufen. Okay. Ja, warte ich drauf. Okay, ich glaube, dann sind wir auf der, sind wir im Basar tatsächlich fertig. So, dann gucken wir uns da in dem Dorf noch um. Die Zeit haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das hat keiner gesehen, oder? So, wir fangen hier oben an. Hier ist eine Säule. Okay. Das heißt, die ist schon mal nicht. Ja, sehr schön. Ich glaube, hier wohnt der Wahrsager, wenn ich das sehe, an der Kugel da oben. Ist aber gerade keiner zu Hause, ne? Interessant. Möchtest du auch gekochte Eier? Kannst du ein paar kochen, ja. So. Das Haus haben wir. Mein Junge sollte schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause kommen.
Es mag ja sein, dass er mit Maschinen handelt, aber jeden Tag alles so zu verdrecken, furchtbar. Dieser Junge bringt mich doch um den Verstand, so ein Drecksspatz. Ständig bettelt er bis spät in der Nacht an diesem Roboter unserer Vorfahren herum. Guten soll das denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Man weiß ja nie, was man findet, ne? Okay, hier wohnt anscheinend der Werkstatt-Heini. Dann haben wir noch das Haus. Hier wohnt anscheinend irgendjemand mit dem Kind. Schöner Schrank. Ich mag die Details. Wie sieht's denn bei euch aus so? Dann kommen wir hier noch rein. Hier ist es dreckig. Also linke reinspaziert. Ist Kuku auch schon fleißig in der Schule? Das ist Kukus Haus. Oh, der tut mir richtig leid. Okay, hier wohnt anscheinend Kuku. Hier ist ein Friedhof. Rubine! Okay, hier waren wir aber schon, ne? Nee, waren wir nicht. Okay, das ist das. Hier kommen wir auch nicht rein. Doch, hier.
Wie weiß man Geld macht anscheinend. Okay, wenn man Rubine verlieren will, einfach hier gucken. Okay, da waren wir. Ja, ich glaube, wir sind jetzt im Dorf durch. Da ist eine Truhe. Können wir irgendwie tauchen? Okay. Ich kann nicht tauchen. Bitte, bitte. Und da komme ich anscheinend. Doch hier irgendwo noch eine Kiste gesehen. Da. Die will ich natürlich noch versuchen zu öffnen. Okay, die kann ich nicht öffnen. Ich bin nicht ab.
Keine Ahnung, ich hab's schon gemacht. Ach so, ich bin nicht ab. Aber wir springen jetzt gleich ab. Kurz Pause, bin gleich wieder da. Oh, ich bin ja so fies.
So, Niklas, moin. Wie geht's dir? So. Ja. Ja, weiß ich. Den Siegelhain, okay? Ich weiß, dass wir den öfters bespielen werden. Also da haben wir ein Gebäude. Hier ist eine Statue. Die kann ich aber nicht verwenden gerade. Oh, das Schicker-Symbol. Ich guck mich erst um, ihr kennt mich.
Die kann ich für mich einsammeln, so wie ich das mitgekriegt habe. Vielleicht ist da hinten noch eine Kiste. Nein, da ist keine Kiste. Gut. Ja. Okay, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir doch da hinten lang? Anscheinend müssen wir doch da hinten lang. Upsi.
Ich glaube, jetzt kommt der erste Boss. Ja. Da irgendwo. Ja. Ah, wir können speichern. Hier ist ein Käfer. Okay. Zum Käfer. Ich komme gleich zu dir da oben. Eine Kiste. Und eine zweite Flasche, ne? Ja, zwei Flaschen haben wir jetzt. Der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Mhm. Wie heißt du? Link? Gut, Link also. Du beherrschst den Himmelstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwerts gegen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst das des Schwertes der Göttin für wahrwürdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesen Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmung beeinflussen. Link, machst du dir Sorgen um sie?
Dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist euch beiden vorbestimmt. Um eure Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Wald von Firon. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ich hab dir auf der Karte den Weg zum Wald von Firon mit einem X markiert. Aber es ist gefährlich. Bei all den Monstern mit der Nase in der Karte herumzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke A, um ein Signallicht zu setzen. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut A, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Piron und finde die heilige Maid. Finde Zelda, nimm den Inhalt der Schatztruhe in dieser... Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich, okay? Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. Schon cool gemacht. Da ist das Licht. Ja, komm. So blind bin ich nur auch wieder nicht. Ich bin blind, aber nicht so blind. Diese roten Kerle, ja. Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls sicher rumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich hier heute schon zum zweiten Mal. Was ist das so für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Maruko. Angorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel abzusteigen und von dort wieder zurückzukehren.
Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen. Da hatte die Statue als Anhaltspunkt dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue, die hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass die überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweilig mit dich mit einer Erzählung? Oder willst du mehr gerne? Oh, kennst du auch die alten Legenden? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flügen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Feldlängen voraus ist. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel geschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Oh. Mann, wieso gibt es immer solche Stimmen, die auf die Stimme gehen? Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen. Und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten. Und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Götter. Was meinst du? Ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Stimme! Achso, dann hatte ich also auch das Inselfieber gepackt, was? Ich würde ja gerne erzählen. Aber dafür muss ich zuerst noch weitere Nachforschung anstellen. Beim nächsten Mal, ja? Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Dich da dort gelöscht, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Jetzt. Kiesel. Was hast du da getan? Ich dachte, es leuchtet. Weil wusstest du, wie man das macht? Ich bin gut oder so ähnlich. Okay, da haben wir eine Abkürzung geschafft. Dazu brauche ich Amiibos.
Halt von Führung. Ich möchte mal kurz zurückreißen. Leute, das war's dann auch schon heute. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Ich reise noch schnell ins Wolkenmeer zurück. Bernstein, Halbmond und Klipper benötigen wir. Hey, hey. Ah, okay. Momentan nicht, danke. Unsere Statue war hier lang. Genau. Wenn ich euch weiterhalte.
hab schon einen gefunden. Der gute Enrico, der spielt gerade Red. Red Dead Redemption 2. Also, wir sehen uns morgen Nachmittag. Geht weiter mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword. Was für ein Wort. Skyward Sword. Okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut und... ich sollte auch auf Speichern gehen. So. Macht's gut. Bis dann und... ciao. Thank you.